Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Guten Abend, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Gründonnerstagsgottesdienst hier in der Lutherkirche in Stuttgart-Feuerbach oder wo auch immer Sie diese Worte hören. Der Bibeltext zum Gründonnerstag steht im 2. Buch Mose im Kapitel 12. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Tage des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage des Monats nehme jeder Vater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen, in derselben Nacht am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen, denn es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägypten unter Menschen und Vieh, und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren. Die Plage, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Liebe Mitchristen, Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Abgrenzungen und Schutzvorkehrungen sind die Kennzeichen der Corona-Zeit. Was sind Ihre persönlichen Schutzmaßnahmen? Wo errichten Sie Sperren, um den Virus abzuhalten? Dass der Tod nicht eindringen soll, ist das Ziel unserer Schutzräume, und von den Virologen lassen wir uns beraten, welche Sperren am effektivsten sind. Der Wunsch, dass das Leben weitergehen soll, reicht viel weiter zurück durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und die Gefahren, die ausgegrenzt werden sollen, damit das Leben weitergeht, die Gefahren sind unterschiedlicher Natur. Mal war es der böse Wolf, mal war es der Kartoffelkäfer, meistens aber waren es die Menschen selber, die die Gefahr darstellen. Falsches Verhalten kann das Leben gefährden. Wir Menschen sind die Risikogruppe, und zwar in beiderlei Hinsicht. Wir sind die Vulnerablen, wir sind die Verletzlichen und wir sind die Gefahr. Irrtümer und Unwahrheiten können dem Tod Vorschub leisten, und deshalb ist es nötig zu diskutieren über Wahrheit und Unwahrheit, über das eigene Verständnis vom Leben und das der anderen. Solange es um ein Virus geht, ist die Wissenschaft die wichtigste Beraterin. Welche Schutzmaßnahmen helfen, das kann die Wissenschaft uns meistens sagen. Aber wenn Sie über den Rahmen der Corona-Zeit hinausdenken, dann finden Sie viele Arten von Bedrohung. Viren, Krankheiten, Seuchen sind nur das eine Sortiment. Mit anderen Schutzmaßnahmen muss das Leben gegen andere Gefahren geschützt werden. Gegen Aushöhlung der Freiheit zum Beispiel, gegen die Zerstörung des Klimas, gegen die Entwürdigung der Menschen. Das meiste an Gefahren machen wir Menschen selbst. Nicht als Virus, sondern als Fehlentwicklung unserer Kultur kommt der Tod. Und seine Bekämpfung besteht oft darin, dass wir einen geistigen Schutzraum in unseren Herzen und in unserer Gemeinschaft aufbauen.
einen sehr wichtigen und seit fast 2000 Jahren wirksamen Schutzraum für das Vertrauen und für das Weitergehen des Lebens, hat Jesus Christus gebildet. Er hat diesen Schutzraum geschaffen am Abend vor seinem Tod. Dieser Schutzraum für das Vertrauen und für das Weitergehen des Lebens besteht aus ganz einfachen Elementen. Es ist das Brot, das wir miteinander teilen, und es ist das Getränk aus den Trauben, aus den Früchten des Weinstocks, das wir miteinander trinken. Jesus gibt sich selbst hinein in diese Elemente. Christus verschenkt sich selbst an uns, damit wir sein Leben weiterführen, seine Liebe weitergeben, sein Vertrauen weiterpflegen, dass wir mit ihm zu Hause sind in Gott. Der Schutzraum, den Jesus für uns aufbaut, steht auf den Fundamenten eines mehr als 1000 Jahre älteren Schutzraumes, der einst installiert wurde nach den Anweisungen des Mose, wie sie ihm von Gott gegeben wurden. Das Passafest ist dieser ältere Schutzraum, auf den Jesus seinen Schutzraum, das Abendmahl, aufbaute. Beim Abendmahl identifiziert sich Jesus mit dem Lamm, das zum Passamahl geschlachtet wurde. Seinen eigenen bevorstehenden Tod legt er hinein in den Tod des Passalams. Das Passalam, ein seltsames Material ist es, und ein seltsamer Schutzraum wurde daraus gebaut, für die Hebräer, für das neue Leben in Freiheit. Der Aufbruch in die Freiheit sollte damit geschützt werden, gegen alles Unheil der Sklavenhaltergesellschaft, gegen alle Unterdrückung, gegen alle Tyrannei. Das Unheil der alten Lebensweise, der Tod, der aus Herrschen und Beherrschtwerden erwächst, sollte draußen bleiben, während in den Hütten der Sklaven der Aufbruch in eine neue Welt zelebriert wurde. Seltsam und wohl auch ein bisschen gruselig erscheint uns heute das Material der Grenzziehung. Ein archaischer, ein altertümlicher Ritus ist es, dieser Beginn der nicht-sklavenhalterischen Gesellschaft. Mit dem Blut des Passalams wurden die Türpfosten des Hauses bestrichen. Und das Haus wurde damit zum Schutzraum. Draußen die Sklavenhalter, draußen der Tod, drinnen diejenigen, die das Lamm miteinander aßen, bereit zum Aufbruch. Können Sie das nachempfinden, diese Gemeinschaft beim Passamahl, diese Gemeinschaft im Passalam? Darauf baut Jesus sein Abendmahl. Das ist die Tradition der Befreiung, in die er uns auf seine Weise hineinnimmt. Sich selbst bietet Jesus an, sich selbst als das Lamm Gottes. Aus diesem Vertrauensraum heraus können wir leben, können wir handeln, können wir uns korrigieren lassen, uns inspirieren lassen, zu allen Zeiten, auch in den Zeiten der Corona. Vertrauen aufbauen und Schuld abbauen. Dafür ist hier die Keimzelle. Gut. Nehmt und esst, Christus ist bei euch im Brot, mitten im alltäglichen Leben, das ihr miteinander teilt. Nehmt und trinkt, Christus ist bei euch im Getränk des Weinstocks, in allen Freuden und in allen Geheimnissen des Lebens. Auch in allen Traurigkeiten, in allen Schmerzen und in allen Leiden. Vertraut euch Gott an und folgt Christus nach. Das Abendmahl kann in diesem Jahr auch in einem kleinen Kreis gefeiert werden. Wo zwei oder drei Menschen im Namen Jesu zusammen sind, da ist er mitten unter euch. Wir singen: Christe, du Lamm Gottes. Thank you.
Wenn Sie in Ihrem Haushalt zwei oder drei Menschen haben, die mit Ihnen Abendmahl feiern wollen, dann können Sie das tun, dieses Jahr an Gründonnerstag oder Karfreitag. Die liturgischen Texte sind auf der Website der Gemeinde und der Landeskirche verfügbar. Ein Ablauf findet sich auch im Gesangbuch unter der Nummer 688. Lasst uns beten. Für alles erfüllte Leben danken wir dir, lieber Gott. Für das Glück, vor allem das Unverhoffte, und für jede gesegnete Zeit mach uns empfänglich, dass wir deine Liebe spüren. Dass wir deine Liebe spüren, auch in dem, was kommen mag. Jetzt in der Passions- und Osterzeit und an allen Tagen unseres zukünftigen Lebens. Unseren Lebensdurst bringen wir vor dich, guter Gott. Alles ungestillte Verlangen nach Miteinander, nach Gemeinschaft und nach Nähe vertrauen wir dir an, dass du das Beste daraus machst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen, er ist das Brot, im Gesangbuch die Nummer 228. Noch ein Anschubser, bitte telefonieren Sie. Rufen Sie jemanden an, der nicht so viel im Internet unterwegs ist. Manche Menschen brauchen das dringend. Und so geht in diese seltsame Zeit unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich.